Und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Fallout Shelter. Herzlich willkommen zurück. So, bitte warten. Dann warten wir ja mal. Warten. Warte, was stand da mit Glück? Mist, habe ich jetzt nicht gelesen. So. Auf jeden Fall. Die machen jetzt ein Kind. Strom. Level up. Ups. Moment. Zufriedenheit von einem Bewohner auf 100. Haben wir auch abgeschlossen? Wen seine Zufriedenheit war das? Von dem hier. Ja, okay. Ihr könnt aber wieder arbeiten gehen. Viel Spaß. So. Nice, jetzt hat er schon 111. Und hat noch relativ gut Leben. So. 0 von 2. Kann man irgendwo einsehen, wie viel? Ah ja, 13 von 16 Bewohnern haben wir. Wollen wir das mal erhöhen? 250? 2. Wie viel bringt eins zu bauen? Wie viel bringt das? Steht das irgendwo? Würde dann doch theoretisch 16 bringen, oder? Aber ich will hier den Zug gerade Platz wegnehmen. Nee, warten wir damit noch. Wasser 27 Sekunden. Strom haben wir genug, deswegen können wir mal so machen. Ja. Nee, so, mach mal das mal. Warte, hatte ich die nicht schon gehabt? Wie stark hast du 3? Du hast. Ach, das war, weil die wenig Charisma hatten, ne? Weil Charisma 1 und Charisma 1 war das, ne? Ja. Deswegen habe ich das nicht so gemacht. Ja, ja, lass man das jetzt so. Wird schon passen. Strom haben wir auf jeden Fall voll. 100 von 100. Ja, passt das mal. Wie viel kostet eine weitere? Wow, 2000. Respekt. Wir brauchen noch einen Bewohner, dann können wir eine Krankenstation bauen, wo wir Stimpaks herstellen können. Aufseherbüro mit 18, Radiostudio mit 20, Waffenwerkstatt 22. Was ist das letzte, was man machen kann? Nuka-Cola-Abfüller 100. Cool. Jetzt sind hier 2 schwangere Frauen am Start. Frag mich ja, wann die ihr Kind kriegt. Oben ist Essen fertig, nice. Missionen, was haben wir für Missionen? Sammle ein Stimpak. Sammle 3 Schrottteile. Bring ein Baby zur Welt. Oh. Baby müsste bald fertig sein. Will ich jetzt nicht unbedingt wegmachen. 112 um einen erhöht, ne? War doch vorher 111, oder? Auf jeden Fall ist er wieder voll. Ah, der ist aufgestiegen. Bringt das das Aufsteigen, dass die dann wieder voll geheilt sind? Er hält für mich für sein Mittagessen. Nice.
2 Schaden erlitten. Ja, immer noch auf der Wand rum. Die unterhalten sich bis jetzt nur. Die Ratten tanzen rum. Wasser ist fertig, nice. Was ist eigentlich mit dir? Nein, ich will nichts kaufen. Der hat voll viel Lack. Und es gibt ein Pet. Und Mr. Han. 5000 Kronkorken. Aber nein, ich gebe keine 5 Euro für dieses Spiel aus. Wie viel essen? 30 von 100. Weißt du was? Ich würde sagen. Du und du. Du hast Charisma 1 und du Charisma 2, ne? Ja. Wir müssten es überleben, ein bisschen ohne die. Tempo 45%. Naja. Wollen wir es mal wagen? Komm, komm. Natürlich nicht. Mann, ey. Und die schauen beide da rein so. Mein Gott, Feuer. Gibt halt aber die XP, ne? Ist auch nicht schlecht. 50%, komm. 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 Yes. Nice. 69? Hat dir das nicht gefallen mit dem Feuer? Sinkt sogar noch mehr. Naja, warte. Oh, doch nur als 2. Ich dachte, er wäre jetzt eine 3 irgendwo. Wer wohl schneller von den beiden ist? Der oder der? Der hat Charisma 1, die 1, Charisma 2, die 1, Charisma 1 und 1. Bei denen gibt es bis jetzt nichts Neues. Erkundet das Ödland seit 43 Minuten. Okay. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Lager? Schrott? Kann man Schrott für irgendwas gebrauchen? Glaub ja nicht. Aber die 2 lasse ich erstmal. Falls ihr wisst, was man mit Schrott anfangen kann, schreibt es in die Kommentare. Bitte. Weil ich kann damit zum Beispiel nichts anfangen. Dieses Ding ist ja neu dazugekommen, als ich es verbessert habe, ne? Sieht schon cool aus. Ja, relativ weit runter geht's. Nein, ich will den Stein. Wie viel kostet es ganz unten einen Stein zu entfernen? 675. Krass. Die Ratten haben ihren Spaß im leeren Zimmer. Im leeren Lagerraum. Sind keine Ratten. Fahrstuhl. Da, die kann aufleveln. Ändert sich was an ihrem in ihrer Laune? Naja. Was für ein Glück. Kann man das eigentlich einsehen, was der Stats hat, während er draußen ist? Nee, kann man nicht. Wird auf jeden Fall 6 Kronkorken gefunden. Ups.
Was? Oh, die waren schneller. Aber die tanzen auch schon. Wow. Effizienz niedriger ist, wenn die schwanger sind. Also ich meine die Effizienz der Frauen. Weil die der Männer steigt wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass Cola so gesund für dich ist. Aber naja, was habe ich schon zu sagen? Und die tanzen. Ja, ein Mann und drei Frauen arbeiten im Stromkraftwerk. Also wie heißt es? Generator, ein Generator. Wasserbehandlung. Zwei Männer, zwei Frauen. Stufenaufstieg. War das vorher eine 1? Keine Ahnung. Hab nicht so krass drauf geachtet. War Beweglichkeit vorher auf 1? Mir kommt es vor, als hätte sie mehr 1 gehabt. Ja, muss ich mal mehr drauf achten. Die tanzen ja immer noch. Oder wackeln eher mit dem Arm. Dem geht es eigentlich ganz gut. Kann man seine Zufriedenheit, da 50% immer noch. War sie für 50%? Ich glaube schon. Was für Stats hast du? Luck hast du relativ. Hier, 3. Ach komm, weißt du was? So. 2 Zweier und eine 5. Immer noch 2 Zweier, eine 5. Du hast Charisma 1. Du hast ja Charisma 2, ne? Ja. Schon wieder gegen das Mikro gekommen. Mann ey. Ja, endlich. Hat ja nur eine halbe Ewigkeit gedauert. Du darfst gleich hier bleiben. Du Herr. Nein, du. So, kann gleich weitergehen. Du hast auch Charisma 1, oder? Nein, 2, nice. Alles soweit in Ordnung. Du lebst auch noch. Yes, ein Luftgewehr. 0 bis 2 Schaden. Wie viel macht die Hand? Macht die 0 bis 1 oder? Theoretisch kann die Hand besser sein als das Luftgewehr, weil das Luftgewehr kann auch mal 0 Schaden machen. So, 2 Minuten noch, 1 Minute, keine Ahnung wie lang, auch keine Ahnung wie lang, 1 Minute.
Ja, redet mal schneller oder seid mal schneller fertig. So witzig. Wey. Verändert sich nichts, okay. Verändert sich nichts. Verändert sich nichts. Nein, 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 nein. Das war keine Absicht. Komm wieder runter. Halt, stopp! Geh mal da rein. Geh mal hier unten. Und du gehst wieder da rein. So. Gott. Alter. Warte, mich verarscht. Ich würde aber sagen, das war's jetzt erstmal für die Folge. Sehen uns dann bei einer weiteren Folge Fallout Shelter. Bis nachher, Leute. Tschüss.